Ja, moin Leute und herzlich willkommen aus Berlin. Und mit dabei waren heute mal die Kira. Kennt ihr schon, natürlich, aus dem Wismar-Video. Und ich darf natürlich auch nicht fehlen. Ich zeig nur uns beide. Es waren aber noch mehr dabei. Nämlich der Kroni, den hatten wir noch gar nicht. Dann war Jens, der darf natürlich nie fehlen. Und Nadel war auch noch dabei. Erzähle ich aber gleich noch mehr dazu. Vielleicht sehen wir in einem anderen Video Jens und Nadel nochmal. Aber jetzt gehen wir mal wie immer rein. Wir sind jetzt bei Kartland. Und ja, Kartland hat jetzt leider mittlerweile geschlossen schon. Die gibt es jetzt nicht mehr. Wir waren 4 Tage vor Schließung noch da. Und wollten unbedingt nochmal fahren. Ja, und dafür das Video, damit sie in Erinnerung bleiben. Soll ich hier noch angrillen? Was hier? Ja. Schade. Ja, schade. Hast du diesen Gasgeruch, ne? Ja. Wie ich richtig ekelhaft. Dass wir die Reifen da mittlerweile liegen. Ich glaube, da schlagen sie am meisten ein. Die Reifen sind voll schräg so. Ja, ja, ich glaube, weil die da immer alle einschlagen. Die Reifen gar nicht. Nee, eigentlich nicht, nee. Dann habe ich hier Kira auf der. Das ist hier die 23. Die Nummer 10. Übrigens, wenn ihr jetzt schon was von Jens sehen wollt, wie er da gefahren ist, er hat einen eigenen Kanal, blende ich euch einmal oben links ein. Besucht ihn gerne mal auf seiner Seite und liked sein Video. Lasst vielleicht noch ein Abo da, der wird sich freuen. Der Kira hier an Sitzschale suchen, findet keine richtige. Aber wozu gibt es denn die guten Rennleiter da, ne? Ich fand das mal ganz interessant, dass die Karts hier anders aufgebockt werden. Mit einem Hebel, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Ja, wir fahren jetzt einmal mit Kira mit und gucken uns einmal die Strecke an. Die geht direkt los mit einer langgezogenen Linkskurve und es geht rein in eine 180er. Und hier kann man komplett Vollgas fahren in der rechts, auch hier in der links. Die macht richtig viel Spaß und das ist hier ein tricky Punkt, weil hier kann man mit Vollgas durchfahren. Klar, wenn die Reifen nachher warm sind. Aber habe ich mich anfangs nicht getraut. Zumindest wollte ich die Drehzahl nicht verlieren. Das ist ja immer ganz wichtig bei so Karts. Vor allem, wenn man nur 200er Motoren drauf hat, also 6,5 PS ungefähr. Wenn man da die Drehzahl verliert, braucht es ewig, um da wieder hin rauszukommen. Unten rauszukommen. Ja, man sieht schon, die Strecke war voll. Aber dann macht es ja, wenn man mit den normalen Kunden mitfährt, am meisten Spaß. Ihr kennt meine Videos. Und Kira hat relativ schnell gemerkt, ihr seht es jetzt hier auch, das Kart war jetzt nicht das allerschnellste auf den Geraden, also auch schon nicht in der Beschleunigung, auf den Geraden ging es nachher am Ende, aber die Beschleunigung war nicht so. Also die drängelt sich ja einmal durch. Als hätte sie das von Jens gelernt. Nein, Spaß. Und auch hier, das muss ich natürlich noch üben, dass ich da auch überall immer gleich so durchsteche. Das ist übrigens ein Kinderkart jetzt vor Kira. Kommt nachher nochmal. Also ihr seht es jetzt selber, wie das selbst das Kinderkart anfangs mehr beschleunigt hat als
Selbst Minecart. Ich weiß nicht, wie die das eingestellt haben. Aber bei mir habe ich relativ schnell gemerkt, das ist sehr, 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 sehr schnelles Kart. Damit kommt man sehr gute Zeiten fahren. Und das seht ihr nachher auch gleich wieder. Ich weiß nicht, warum ich auf anderen Strecken immer so viel Glück habe mit den Karts, die ich da bekomme. Ja, aber so ist es. Vielleicht bin ich eigentlich gar nicht so schnell. Es sind immer nur die Karts. Genau, blaue Flagge habt ihr bekommen. So, wenn man die nicht gesehen hat, kriegt man hier gleich noch eine. Das ist natürlich richtig cool gelöst da. Nur schade, dass sie jetzt natürlich zugemacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht den wirklichen Grund, weshalb die da nicht mehr jetzt in der Halle drin sind. Aber wenn das einer weiß, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. So, war auf jeden Fall die ganze Zeit sehr schwer, eine komplett freie Runde mal hinzuzaubern. Und dann auch mal irgendwie auf Zeiten zu kommen. Versucht habe ich es die ganze Zeit. Wir sind zweimal 15 Minuten Turns gefahren. Also hatten wir auch relativ viel Zeit, um da eine freie Runde hinzukriegen. Genau, jetzt sage ich jetzt mal Vollgas. Und dann hatte ich Kira vor der Mütze. Und ihr seht jetzt hier in der Beschleunigung mein Kart deutlich besser. Kira eigentlich auch leichter als ich, müsste also eigentlich besser aus den Kurven rauskommen. Klar, wenn sie ins Driften kommt, ist es was anderes. So wie hier, da fehlt sie jetzt natürlich Drehzahl. Und sie fängt schon an zu hüpfen in der Hoffnung, wenn sie kein Gewicht auf der Hinterachse hat, kommt sie natürlich schneller weg. Aber ja, nicht mit dem Kart. Ja, sie hüpft weiter. Ja, sie sagt, keine Chance. Oh, jetzt kommt Kroni auch schon vorbeigeflogen. Oh, Gegenverkehr. So, das Kinderkart. Jetzt vergleicht mal, wie das Kinderkart abgeht in der Beschleunigung. Es ist ein Kinderkart, wie gesagt. Sollte normalerweise langsamer sein. So, aber hatte Kiras Kart zu kämpfen. So, warum ich jetzt auch so frei hier über die Kart spreche, liegt natürlich daran, dass man die jetzt eh nicht mehr prüfen kann, weil die Kartbahn jetzt leider halt geschlossen hat. Und ihr seht, wie zaghaft ich immer dabei bin, Leute zu überholen. Ich will halt bei normalen Kunden da nicht reinpreschen. Ich möchte, dass die auch weiterhin Kart fahren. Ja. Jetzt hier Gelblicht an. Gelblicht sofort wieder aus und weiter geht's. Ja, also das war bei mir jetzt schon riskant überholt. Denn wisst ihr, ja, den Unterschied. Oh, da habe ich mal einen mitgekriegt. Aber der war noch gar nichts. So, das ist jetzt mal die schnellste Runde im ersten Turn. Zeit wird gleich eingeblendet. Und ganz am Ende des Videos zeige ich euch, wie viel das wert war im Vergleich zu allen anderen, die aus dem Kartcenter Rostock mit dabei waren. Was jetzt natürlich ein unfairer Vergleich war, weil die Karts jetzt nicht so gut vergleichbar waren. Außer vielleicht das von Jens und mir. Ja, da habe ich mich schon wieder gefreut, dass ich auf Platz 1 da an der Tafel stehe. Ja, mich ärgert nur, dass das zu Hause im Kartcenter immer nicht so ist. Das triggert mich ein bisschen. Jawohl. Hab nichts gemacht. Was sagst du? Viele Profi-Rennfahrer machen den Schalter aus und nicht wieder an und dann ziehst du wieder heute. Ja, das stimmt. So ihr Lieben, einmal aufstellen bitte. Wenn ihr nochmal fahrt, merkt euch eure Nummern für den zweiten Lauf. Boah, mein Mama, mein Kart ist so wie die 4 in Wismar. Jens, mein Kart ist so wie die 4 in Wismar. Es braucht 3 Jahre gerade. Ey, beschleunigen erst im Ende der 3 Jahre. Auf jeden Fall ist ihr Kart aber trotzdem deutlich langsamer auf dem Fahrrad. Ja. Okay.
Wegen Kart oder wegen der Leute? Weiß ich, Kart kann ich nicht beurteilen, weil... Weil du keine freie Runde kriegst, ne? Eine hatte ich am Ende. Die ersten 50 Runden war es noch auf 1. Ich weiß. Und dann aber nö. Und vor allem immer, ich hab so geguckt, alles klar, jetzt müsstest du eine Runde haben. Keine auf einmal Chance. War wieder einer da. Ja. Und wenn du spielst, ist hier in der MS. Oh, so krass, ey, wirklich. So Wahnsinn. Da warst du. Und also man muss ja halt sagen, die machen alle obergeil Platz. Dachte, muss man sagen. Jetzt, machen jetzt, alle Platz. Jetzt aber du kriegst und davor hattest du ja den Netz. Nicht eine Runde. Ich kenne das aus dem Netz. Das ist so Wahnsinn. Das Ding auch anmachen, wenn ich schon gucken. Ja, ja, ja. So, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, dann ich nehme jetzt die 10. Du nimmst jetzt die 10. Okay. Genau. Ich nehme jetzt die 5. Ja. Ich die 7. Ja. Und sie wollte jetzt raus. Du wolltest. Ja. Nicht die 23. Nicht die 23. Nee, warte mal, ich muss gleich mal gucken. Wenn, setzt euch mal alle rein, damit ich sehe dann. War das das Ding? So, ja, der 7 ist hier. Dann nehme ich den doch mal gerade. Ja, dann hat sie an wie eine Büchse, fährt wie eine Rakete. Ja, ich hab's schon gesehen. Aber die 10 auch. Oh. Die 10 ist auch gut, ja. Aber ja. Der hört sich, der tuckert. Und wir wissen nicht genau warum. Aber wie ihr schon sagt, in 4 Tagen ist jetzt auch egal, ne? Ja, ich hab keine Zeit mehr zu schrauben, tatsächlich. Hier mal die Nummer. Ja, und Kira kriegt ein neues Kart, in der Hoffnung, dass das jetzt natürlich schneller war und sie konkurrenzfähig ist. Aber seht selbst, was passiert. So, ich durfte schon mal los. Die anderen hatten teilweise noch gar keine Motoren an. Fand ich auch interessant. Ja, ich weiß, ich habe die weiße Linie überfahren, aber im Training nicht so schlimm. So, das ist die nächste Runde und jetzt kommen sie gerade erst alle aus der Box. Ich hatte also eine Runde mehr. Fand ich gut. Was hier war, weiß ich nicht. Aber war natürlich super nett, dass sie uns alle vorbeigelassen haben. Oh, Kira. Spulen quasi nochmal zurück. Kira aus der Box raus. Und nach der einen Runde, ja, kalte Reifen, der andere war deutlich langsamer als das, womit sie gerechnet hatte und musste auf die Eisen gehen. Und dann, ja, schlitterte sie einfach nur weg. So, das ist jetzt nach 2 Runden schon bei mir. Und Kira kam echt spät da raus, aus der Box. Ja, und schon hatte ich sie wieder vor der Nase. Und dann räumt sie mich fast noch weg. Das konnte man jetzt nicht so gut sehen, aber... Ja. Also wäre ich nicht ich, wäre ich da wahrscheinlich reingestochen und dann hätte ich vielleicht ihn weggehauen. Jo, Schuskowski. Wie gesagt, ihr kennt ja meine Videos, ne? Es ist überall das Gleiche. Zu spitz und zu schnell in die Kurve. Muss ich mal auf T-Shirt drucken oder so und schenke den Leuten das dann. Aber es ist auch witzig. Und man kann sich darauf einstellen, an der nächsten Kurve komme ich dann vorbei, wenn die dann so fahren. Aber ich muss sagen, an dem Tag haben die Leute sehr, sehr, sehr gut vorbeigelassen. Also das erlebt man nicht so oft. Seht's auch. Klar haben die blauen Flaggen dabei gut geholfen. Aber einige von denen waren auch echt gut umsichtig. Wie man hier sieht, sofort rechts einer weg. Damit wir vorbei konnten, ohne Zeit zu verlieren. Das war schon teilweise großes Kino. Und dann hat er mich vorbeigelassen, weil auch das Kart, was Jens vorher hatte, also Jens und ich hatten getauscht, auch das war deutlich schneller. Und ja, deswegen. Da konnten Kroni, Nadel und Kira nicht mithalten. So, jetzt habt ihr mal gesehen, das war jetzt ein normaler Kunde. Wir wissen nicht, wie viel der fährt, aber Kira war schon am Ende der Geraden mit Vollgas und er düst da nochmal mit viel mehr Überschuss vorbei an Kira.
Ja, also Kiras Kart war jetzt noch langsamer als das, was sie vorher hatte. So viel Pech musst du auch erstmal haben. Ja, sie schüttelt den Kopf. Und meins, wie ihr seht, geht sehr gut. Wie eine Rakete. Aber zu der Verteidigung da im Kartland. Sie haben natürlich, wenn du 4 Tage bevor du schließt, da jetzt noch Kunden empfängst, da stellst du die Karte jetzt nicht mehr so genau ein, wie sich das normalerweise gehört. Kann ich also verstehen. Die hatten ganz andere Sorgen zu dem Zeitpunkt. Hier, so, Markus hinter Kira. Und in Kurven ging das eigentlich, ne? So, aber jetzt. Guckt euch das an. Ich kann hier. Auf der halben Gerade fahre ich schon einfach vorbei. Ja, wieder Slalom-Training. Oh, Nadel jetzt auch an Kira vorbei. Und Nadel ziehen. Einfach mal sofort weg. Aber ich muss sagen, hat Kira trotzdem das Allerbeste draus gemacht. Na gut, dafür konnte sie jetzt nichts. Wenn da einer in der Kurve voll auf die Bremse geht, dann kracht man da manchmal auch rein. Was Kroni jetzt, der Kira überholt hat. Mit dem Reinstechen macht sie natürlich sehr gut, ne? Kann selbst ich mir manchmal noch was abgucken. Ja, du hast doch immer nur kleine Sekundenfenster, wo du denn überlegen kannst, wenn du da gerade mit Vollspeed ankommst, wo kann ich da jetzt vorbei an dem, der von, ja, von vorne kommt, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist jetzt meine schnellste Runde aus dem zweiten Turn. Und das trotz, dass hier noch einer war. Der mag mich vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Zehntel gekostet haben. Ist kaum spürbar. Und die Kurve habe ich sehr gut genommen. Ja, und dann wurde das eine 27.348. Also nochmal ein halbes Zehntel schneller als mit dem anderen Kart. Kann man sich jetzt fragen, ob nicht das andere sogar noch schneller war, weil man fährt sich ja auf so einer Strecke auch immer mehr ein. Aber Fakt ist, auch das Kart war eine Rakete, genauso wie die 10, die Jens jetzt gefahren ist. Hallo Nadel. So, ihr werdet gleich die Zeiten, habe ich vorhin schon gesagt, nochmal im Überblick sehen. Und ja, nehmt das jetzt nicht als Vergleich zwischen den Fahrern. Das müsst ihr wirklich Vergleich zwischen den Karts sehen, weil Nadel und Kroni und Kira hatten jetzt nicht das Vergnügen, auch auf unseren Kart zu fahren. Das wäre ein fairer Vergleich gewesen. Vorhin ging es mit Fernbedienung, oder nicht? Ja. Okay. Ah, bisschen mal noch so. Boah, ey, das Cut ist noch schlechter. Ja. Ja. Also das Ding, ne? Alter, ja, ich hab's gesehen. Digga, ja. Das sind 10 Meter auf der Karte. Ja. 10. Die 7 und die 10 sind Raketen, ja. Wir können einfach nichts. Ja.
die Reihenfolge ist 1:1 dieselbe wie vorher. Also, ja. Leistungsstand bestimmt nicht. Jakob schneller als Kira. Die haben dir doch ein Kindercard gegeben oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich bin auf den Geraden einfach an dir vorbeigefahren. Ja. Deswegen bin ich auch auf Vollgas stehen geblieben hier an der Seite. Also die brauchen Ewigkeiten, bis sie wieder beschleunigen, weil die von oben kommen gar nichts, weil da gar nichts kommt. Beim Topspeed war sie trotzdem so viel. Ja, geht gar nicht. Ja, weil also der kommt doch erst am Ende der Geraden. Ja, also und wenn sie zu viel vom Gas runtergehen, passiert da auch nichts. Die haben wahrscheinlich einfach gedacht, die kennen ja ihre Gas. Ja. Du bist ja ein kleines Mädchen, dir geben wir mal so ein langsames Ding. So, wie versprochen hier nochmal die Zeiten. Also es sortiert sich sehr eindeutig. Dann wisst ihr. Ja, ich meine, gut, ein fairer Vergleich sind vielleicht Kart 7 und 10. Ne? Aber da war ich mit Jens innerhalb von einer Zehntel. Ich war knapp vorne, was mich natürlich wieder freut. Aber solange ich auf der Heimstrecke nicht so abliefere, ja, bringt mir das jetzt auch nicht so viel. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dem Video. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten. Haut rein. Bis dahin. Ciao.